Nummer eins, die erste Stelle, an der die Riba legitim ist, ist der At-Tawallum. At-Tawallum bedeutet, wenn du eine Beschwerde einlegst. Wenn du beim Qadi oder einer Funktionsperson eine Beschwerde einlegen möchtest über Fulan. Fulan hat mir das und dies angetan. Oder er tut jemanden so und so an. Da ist es legitim, das zu erwähnen. Da auf andere Art und Weise dieser Zustand nicht geändert werden kann. Der Zustand, wenn er geändert werden muss, müssen ja die Individuen genannt werden. Hier ist es unter anderem legitim. Zweitens, al-isti'ana ala taghyiri munkar. Wenn es eine Schandtat gibt, die praktiziert wird und du bist in der Lage, sie zu ändern, beispielsweise verbal, wenn du die Situation erwähnst, das gehört ja dazu. Die Änderung des Munkar geschieht entweder mit der Hand, wenn du dazu in der Lage bist, oder mit der Zunge. Und wenn man das nicht kann, mit dem Herzen. So, wenn jetzt eine gewisse Form des Munkar stattfindet und du erwähnst es, um Hilfe dazu zu holen, stehst du damit, man das ändert. Auch hier ist es legitim, die Personen individuell zu erwähnen, die darin verwickelt sind. Die dritte Sache, in der es legitim ist, eine Person schlecht zu erwähnen, ist der Al-Istifta. Al-Istifta heißt, wenn man jemanden um die Fatwa bittet. Also wenn du jemanden deine Sachlage schilderst, um ein dazugehöriges entsprechendes Rechtsurteil zu bekommen. Das ist die Al-Fatwa. Auch hier ist es legitim, daher wird im Hadith von der Frau des Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, dort erwähnte seine Frau, sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mir fällt gerade der Name seiner Frau nicht mehr ein. Hint. Sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Inna Abu Sufyan rajulun shahih. Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Also er geizt in den Ausgaben und in unseren Unterhaltskosten seiner Frau und der seiner Kinder. Dann fragte sie, gibt es denn etwas dagegen einzuwenden, wenn ich versteckt etwas von seinem Geld nehme? Dann sagte er, خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. Nimm das von seinem Geld, also ohne sein Wissen, was für dich und deinen Sohn auf angemessene Art und Weise ausreichend ist. Also nicht übertreiben, das nehmen, was man halt so auf angemessene Art und Weise braucht, das kann sie sich nehmen, ihre Unterhaltskosten und die Unterhaltskosten seien ihrer Kinder, kann sie aus dem Geld des Ehemannes nehmen. Hier sehen wir auch, sie hat Abu Sufyan mit einer negativen Eigenschaft individuell und persönlich erwähnt. Aber beim Istifta ist das nicht unbedingt notwendig. Du kannst nämlich auch allgemein sprechen, oder? Du kannst sagen, wie ist das Urteil über einen Mann, der so und so macht? Oder über eine Frau, die so und so macht? Du musst nicht den Namen hier erwähnen. Das ist manchmal sogar besser. Die vierte Sache, wenn man die Muslime warnen möchte. Auch hier ist es erlaubt, Personen bei Namen zu nennen, in Bezug auf das, wovor man sie warnen möchte. Man sollte sich auch darauf begrenzen. Das ist auch legitim, wie zum Beispiel vor dem Mubtadi'a. Man weiß, dass Fulan und Fulan beispielsweise oft zu einem Mubtadi'a geht, ja, zu einem Ketzer und Heretiker nennen die, glaube ich, im Deutschen. Jemand also, der nicht auf dem Rechtsglauben ist, in der Aqida. Auch vor ihm muss dann gewarnt werden. Man kann ihn warnen, einmal zu, dass dieser Fulan ist so und so, der hat diese und diese Aqida, nimm dich vor ihnen in Acht. Oder wenn er allgemein aktiv ist, diese Person, sie ist allgemein aktiv, öffentlich aktiv, dann muss auch die Öffentlichkeit vor ihm gewarnt werden, wenn das vorteilhaft ist. Und daher hier ein interessanter Bericht, habe ich aus dem Tarikh von Dimashq entnommen. Uqba ibn Alqama, er sagt, ich war bei Arta
Ibn al-Munzir. Und manche, die in der Sitzung anwesend waren, sagten zu ihm, zu Arta, was sagst du über einen Mann, der Ahlus Sunnah, also ein Sunnite, ein Mann der Ahlus Sunnah, wenn die Ahlul Bid'ah erwähnt werden, die Qadariyya, die Murji'a, die Khawarij, die Mu'tazila, die und so weiter, die Jahmiyya, wenn die Ahlul Bid'ah erwähnt werden, dann sagt er, lasst doch diese Sache, also erwähnt sie doch nicht, da'una minhum, erwähnt sie doch nicht in unseren Sitzungen. Was sagst du über so jemanden? Er sagte, huwa minhum la yulabbisu alayhi amrakum. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist auch von ihnen. Er ist auch von ihnen. Dann sagte hier Uqba ibn Alqama, er sagt, diese Aussage von Arta ibn Munzir hat mir nicht gefallen. Ankartu alayhi dhalik. Er hat mir nicht gefallen. Er sagt, dann bin ich zu Al-Awza'i gegangen. Al-Awza'i, der Imam der Ahlus Scham. Der Imam in Scham. Und dann habe ich ihm von dieser Sache erzählt, was Arta sagte. Und dann sagte Al-Awza'i, er sagte, Sadaqa Arta wal Qawlu maqal. Arta hat die Wahrheit gesprochen. Und das, was er sagt, ist richtig. Und dann sagte er, begründete das in Al-Awza'i, sagte, der hier, der verbietet es, sie zu erwähnen. Und wenn sie nicht erwähnt werden, wann soll man sich vor ihnen in Acht nehmen? Wenn sie nicht erwähnt werden, wie soll man sich vor ihnen in Acht nehmen? Na. Von daher, die Ahlul Bid'ah zu erwähnen, ist auch legitim. Aber wie gesagt, wenn es da einen Nutzen gibt, wenn es einen Nutzen gibt, beispielsweise, wenn diese Person aktiv ist in der Da'wah, wenn es so ein schweigender Mubtadi' ist, schweigend, das heißt, er lebt nur so für sich, er ruft weder dazu auf, noch haben die Leute was mit ihm zu tun, dann ist es vielleicht nicht so erforderlich, weil da geht keine große Gefahr von ihm aus. Wenn man weiß, dass Leute zu ihm gehen und ihm beisitzen von Ahlus Sunnah oder dass er aktiv ist, dann muss vor ihm gewarnt werden. Ja. Und genauso, das siehst du auch in den Büchern des Hadith, wenn es um die Sicherheit und die Verbürgung des Hadith geht, dann sagen sie, Fulan ist ein Kazab, Fulan ist ein Lügner, Fulan wird beschuldigt, wird der Lüge beschuldigt, Fulan hat so und so gemacht und dies gemacht, ja. Fulan ist schwach in seinem Hirn, Fulan vergisst oft, macht viele Fehler, ja. Das ist notwendig. Da, wo es notwendig ist, ist es nicht verboten. Ja. Und zu dem vierten, also zu der Warnung der Muslime, gehören auch Fälle wie bei, wenn dich jemand konsultiert wegen der Ehe, haben wir schon oft erwähnt und dich danach fragt. Oder jemand möchte sein Hab und Gut bei jemandem als Amana abgeben und er fragt dich über ihn, ob er vertrauenswürdig ist. Ja. Hier musst du die Sache so erwähnen, wie sie ist. Man muss vielleicht nicht alle Defizite nennen. Du musst nicht gleich sagen, der zieht die Leute über den Tisch und der macht das und das. Vielleicht kannst du ihn erstmal, ohne das zu erwähnen, ihn davon abraten. Ich rate dir, das nicht zu machen. Ich rate dir, dein Vermögen nicht bei ihm abzulegen oder deine Tochter oder deinen Sohn nicht mit Fulan zu verheiraten. Wenn das ihm aber nicht reicht und du siehst, das wird ihn nicht davon abhalten, dann solltest du eine Stufe weitergehen und die Fakten etwas detaillierter erwähnen. Die fünfte Sache ist, das ist eigentlich keine wirkliche Riba, aber es hat eine Ähnlichkeit dazu. Die fünfte Sache, wo du das erwähnen kannst, wenn jemand mit solchen Namen bekannt ist, Spitznamen oder Kosenamen, ja. Davon gibt es im Arabischen einige, zum Beispiel Al-A'raj. Al-A'raj ist der beim Laufen, wie nennt man das? Hinkt, ne? Hinken nennt man das, ne? Al-A'raj ist der Hinkende. Das ist, wir haben ja gesagt, jemanden mit körperlichen Defiziten zu erwähnen, ist auch eine Form der Riba, sahih? Wenn du über jemanden sagst, Fulan ist ein Glatzkopf,
Fulan hat keine Zähne. Fulan hat gelbe Zähne. Ja. Und derartiges gehört zu Riba. Aber nehmen wir mal an, jemand hat diesen Spitznamen, nur mal so, Gelbzahn. Und er ist bekannt unter diesem Namen. Vielleicht hat er auch keine gelben Zähne, aber man nennt ihn einfach so. Ist es dann eine Riba, ihn so zu nennen? Das ist kein Riba. Ja. Auch der arabische Name Al-A'mash, auch einer der Ulama, der hieß, man hat ihn Al-A'mash genannt. Al-A'mash ist jemand, der ein ständig drehendes Auge hat und halb blind ist, nicht richtig sieht. Aber wenn man diesen Namen meiden kann, wenn man ihn meiden kann, ist es vielleicht auch besser, das zu meiden. Außer man weiß ganz sicher, dass er damit einverstanden ist und dass es für ihn ganz normal und gewöhnlich ist. Die sechste Sache, wo die Riba zulässig ist, ist der Al-Mujahiru bil-Fisq. Jemand, der offen, unverborgen und unverblümt eine bestimmte Form des Fisq praktiziert. Ja. Beispielsweise jemand trinkt öffentlich in der, wie nennt man das? Er versteckt sich nicht. Er trinkt Alkohol. Er macht es öffentlich, er läuft mit Bierflaschen auf der Straße rum und man sieht ihn immer wieder in der Bar und so weiter trinken. Dass du ihn damit erwähnst, also in Bezug auf die Sünde, die er macht, nicht mehr. Also, dass, wenn er eine Sünde öffentlich macht, dann ist das noch kein Grund, dass du alles Mögliche über ihn erwähnst und über ihn sprichst, sondern nur das, was er öffentlich macht, das kannst du erwähnen. Denn wenn es ihn kümmern würde, dass die Leute nicht über ihn sprechen, dann hätte er das nicht in der Öffentlichkeit getan. So unverblümt und unverschämt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, man alqa jilbab al-haya fala ribata lah. Wer den Mantel des Schams ablegt, für ihn gibt es keine Riba. Und der Mantel des Schams ist, dass du diese Sachen nicht in der Öffentlichkeit vor allen Augen machst. Und daher wurde auch Al-Hasan gefragt, Al-Fajir al-Mu'linu bi-Fujuri. Al-Fajir ist so der unverschämte Sünder, also jemand, der unverschämt ist und seine Freveltaten vor allen Menschen praktiziert. Gibt es für ihn, in Bezug auf ihn, eine Riba? Er sagte, La riba talahu wa la karam. Da gibt es keine Riba. Ja.